heute mit den TV-Total-TV-Tipps. Zum Wochenende außerdem zu Gast die Supernase vom Dienst, Mike Krüger. Und hier ist ihr Gastgeber, Stefan hier bei TV Total. Fantastische Gäste heute Abend. Mich hat heute was ganz erschreckt. Als ich heute Morgen das erste Mal in die Zeitung geschaut habe, habe ich das hier gesehen, meine Damen und Herren. Nach 40 Jahren Roberto Blanco, Ehe kaputt. Scheidung. Ja? Roberto Blanco war immer einer von den Kollegen, die habe ich sehr gemocht. Roberto Blanco war der Einzige, der über sich selbst rassistische Witze gemacht hat. Ja, ja wirklich, wirklich. Wenn Roberto Blanco in irgendeiner Show war und der Moderator hat gefragt, Roberto, wie sind Sie denn hierher gekommen? Schwarz gefahren. Ja? Wirklich, ja, ohne Scheiß. Hat Roberto Blanco immer gemacht. Immer die gleichen Witze, oder? Roberto Blanco, wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin Schwarzarbeiter. Ja. Oder wenn es um Geld ging irgendwie. Ich kann dir einen Blanco-Scheck ausstellen. Toll, oder? Aber Roberto Blanco war ja bekannt für seine Techtelmechtel. Das hat wahrscheinlich der Ehe den Rest gegeben. Ja, das, natürlich. Showgeschäft, wissen Sie, da steht Roberto Blanco auf der Bühne, aber danach im Hotel ist er ganz einsam. An der Bar, sitzt über seinem Glas und da passiert dann sowas. Sitzt eine hübsche Frau nebenan, sagt er, hallo. Ja? Ein bisschen Spaß muss sein. Ha, ha, ha. Ja? Das ist Roberto Blanco. Das war Roberto Blanco. Nein, er lebt ja noch, mein Name, der ist ja nur geschieden. So kann man die Leute täuschen, oder? Ja, das war Roberto Blanco. Nein, ist nur geschieden. Und vielleicht kleine Aufmunterung für Roberto Blanco. Roberto, nicht traurig sein. Andere Urgroßmütter haben auch schöne Töchter. Ja? So, dann was Interessantes vom ZDF Morgenmagazin. Es gab in Berlin eine Ausstellung vom Museum of Modern Art, ja, so eine Reiseausstellung. Und da gab es einen unglaublichen Andrang. Alle Leute wollten diese Ausstellung sehen, da gab es sehr lange Warteschlangen. Und das hat natürlich den ein oder anderen Besucher etwas aufgebracht. Und der Chef-Security von dieser Veranstaltung erzählt mal, was man so dagegen machen kann und wie aufgebracht die Leute waren. Schauen Sie mal hier. Wie reagieren die Menschen, wenn sie hier so lange stehen müssen? Haben Sie auch mal erlebt, dass einer richtig böse oder ungeduldig wurde? Sehr viele Besucher wurden ungeduldig, haben böse reagiert. Wir sehen das alles gelassen, also wir müssen das auch gelassen sehen. Wir reden auch mit den Leuten, wir bringen die wieder ganz runter. Ne? Die sind dann auch erstmal auf Wolke, was weiß ich was, ganz hoch auf 80%, dann sind die wieder nach einer Weile auf 30%. Also das regeln wir dann selbst. Und dann sind die wieder glücklich, wenn sie in der Ausstellung sind. Toll, oder? Die Leute sind wirklich auf Wolke 80%. Ja? Wenn ich sowas höre, ich bin auch ganz schnell auf Wolke 180%, meine Damen und Herren. Ja? So, dann gibt es was Interessantes von Popstars zu berichten. Hier bei ProSieben, die neue Staffel läuft, meine Damen und Herren. Und es sind wieder einige Talente auf dem Weg in den Pop-Olymp. Und eine junge Frau, ja, die ist beim ersten Casting durchgefallen. Sie wird aber dann doch gebeten, zum nächsten Recall zu kommen. Ja, es gibt ja so Recall-Veranstaltungen dann in verschiedenen Städten. Da soll sie noch mal probieren, vorzusingen. Und zwar findet der nächste Recall in Zürich statt. Ja? Und das hört die junge Frau. Und dann schauen Sie bitte mal auf die Reaktion. Ja, aber ich habe die Töne halt nicht getroffen. Ist ja auch selbstverständlich. Man steht da vorne, die Stimme fängt an zu zittern, der ganze Körper. Und dann trifft man ein paar Töne nicht. Ah, mein Gott, kann ich verstehen. Ist okay. Jetzt doch noch mal Zürich? Ich weiß nicht, wo Zürich liegt. Ganz ehrlich. In der Schweiz? Nee, komm ich nicht. Ja. Nee, komm ich nicht.
Nee. Die nötige Intelligenz für einen Popstar besitzt sie bereits schon. Ich habe noch nie einen so auf Schweiz so extrem reagieren sehen, oder? Ja, in der Schweiz? Nee, 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 kommst nicht. Ja? Vielleicht die Schweiz mit dem Irak verwechselt, oder? Vielleicht denkst du, in der Schweiz gibt es Massenvernichtungswaffen. Toblerone oder so. Ja? Eine internationale Karriere strebt sie allerdings offenbar nicht an. So. Und dann was Interessantes, auch von Popstars. Sie kennen den bekannten Hit von Lena Miles, Black Velvet. So heißt der. Black Velvet. So. Und da ist eine junge Frau, die singt diesen Titel und ist nicht ganz textsicher. Hören Sie mal hin. Also, es gibt viele Leute, denen wir raten, weiterzumachen. Hier würde ich raten, was anderes zu machen, wirklich. Black Virgin of a so sudden style. A new religion that I bring up to your knee. Black Virgin, if you please. Black Virgin. Bitte verwechseln Sie das nicht mit dem Hit von Madonna, Like a Velvet. Ja? Black Virgin und Like a Velvet nicht durcheinander schmeißen. Und dieselbe junge Frau, die Sie gerade gesehen haben, bekommt dann von der Jury eine kleine Motivationshilfe. Und erstaunlich ist auch hier ihre Anmerkung. Schauen Sie mal. Instead of making me better, you making me air. You making me air. Geil. Good. Geil. Arbeit an dir insgesamt. Super geil. Echt. Ja. Und wir haben so das Gefühl, man muss dich ein bisschen treten. Ja, also immer treten, immer. Das macht meine Mutter auch und das hilft dann auch mit. Ja. Super. Immer rein, ja? Treten ja, auftreten nein, würde ich sagen. So, dann was Tolles, was wirklich Spektakuläres von Hallo Niedersachsen, eine Sendung des Norddeutschen Rundfunks. Wir haben ja schon viele Ausschnitte gezeigt, in denen Reporter etwas aufgeregt waren und wo mal das Mikrofon ein bisschen wackelte, weil der Reporter oder die Reporterin etwas nervös waren. Ja? Jetzt habe ich aber hier was gefunden, ich glaube, sowas haben wir noch nie gehabt, oder? Ich meine, man kann ja nervös sein, habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Ja? Aber es ging, glaube ich, nur um ein Zweitligaspiel. Ja, das war beim Fußball. Bitte? DFB-Pokal. DFB-Pokal. Und da war einer doch ordentlich nervös. Schauen Sie mal hier. Und hier begrüßen sich schon unsere ersten Gäste. Einer davon ist Reinhold Nordmann. Den haben wir deswegen dazu geholt, weil er für dieses Bild mitverantwortlich ist. Es ist das 5:4 des VfL Osnabrück bei den Bayern in München, im Münchner Olympiastadion. Auf den Tag, fast auf den Tag genau, vor 28 Jahren war das. Herr Nordmann, Sie waren damals dabei. Ist das hart? Das ist hart, oder? Vielleicht sollte man einfach das Alkoholverbot in Fußballstadien wieder abschaffen. Ja, das ist hart, wenn du anderthalb Stunden nichts zu trinken kriegst. Weißt du, da bist du einfach unfassbar, oder? Ich glaube, das Bild hätte selbst Gerhard Mayer-Vorfelder ruhiger gehalten als der hier. Ja? Ich blätter mir nichts, dir nichts in so einem Käseblatt. Und was finde ich da? Schauen Sie mal, was es jetzt gibt. Das Parfum von Dieter Bohlen, meine Damen und Herren, ja, Provocation. Heißt es so, da spricht man es Französisch wahrscheinlich aus, oder? Nicht Provocation, sondern Provocation, ja. Kriegen Sie in zwei Düften, in Cherry Lady und in Brother Louis, ja. Neu von Dieter Bohlen, Provocation. Schönes Mann. For men and for women. Was sollen die Formen bedeuten? For women ist mir klar, ja. Aber das hier, Bierbauch oder was? For men. Wenn es das als Klostein gibt, würde ich es mir kaufen, glaube ich. Ja? Warum bin ich nicht auf so eine Idee gekommen, oder? Da könnte man doch mal hier, ich könnte auch sowas rausbringen. So irgendwie was, so Zwiebelmett for men. Ja? Bei Stefan, nee, so nee, für beide, Zwiebel for man and woman, ja, bei Stefan Raab. Oder irgendwas von Boris Becker, Penetration, ja, Boris Becker. So,
Jetzt kommt ein Mann zu uns, meine Damen und Herren, der morgen mit seinen Kollegen von 7 Tage, 7 Köpfe die 250. Sendung feiert. Und immer gern gesehener Gast bei uns, einer meiner Lieblings-Entertainer, Ententrainer. Ja. Begrüßen Sie recht herzlich Mike Krüger! Mike Krüger. Ja. Braun gebrannt. Was? Ja. Danke sehr, danke sehr. Ja. Schönen Dank. Die jungen Menschen. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Die jungen Menschen. Das ist ja, nein, das ist ja einfach so. Doch wieder erkannt. Ja. Nein, das ist einfach, du bist einfach jetzt so in einem Stadium, wo man einfach Applaus dafür bekommt, dass man überhaupt noch lebt. Dass man da ist. Ja. Dass man es noch schafft, rauszukommen als, als Ententrainer. Ja, genau. Ja. Ja, du siehst frisch gut erholt aus, warst wieder in Urlaub. War ja Sommerpause und jetzt geht's wieder los. Ne? Ja. Gut erholt. Dass überhaupt noch Sendeplatz bei RTL für 7 Tage, 7 Köpfe gibt, bei den ganzen Schönheitsoperationssendungen, die da jetzt laufen. Das ist ja das Irre. Oder wird bei euch auch operiert in der Sendung? Ja, ich habe extra heute so ein Hemd angezogen. Da steht das drauf. Also, kriegst du mal Geld von denen? Klinik? Jetzt ja. Klinik Falkenried, plastische und ästhetische Chirurgie. Ja, meine Tochter hat gesagt, Papa, das musst du dir kaufen. Wenn das einer tragen kann, dann bist du das. Nein, ich war mit meiner Frau beim Arzt, mit meiner Frau zusammen, und da hat der Arzt gesagt, ihr Mann sieht aber sehr schlecht aus. Und da hat meine Frau gesagt, ja, das weiß ich, aber er ist gut zu unserer Tochter. Aber es ist ja heute, also wenn du heute im Showgeschäft Erfolg haben willst oder überhaupt noch als, sagen wir mal, als B, C oder D, Promi oder im Fall von Dolly Buster Doppel-D-Promi. Wenn du da heute noch einen Auftritt haben willst, dann musst du dich operieren lassen oder in den Dschungel. Das ist klar. Ja, gibt nur noch die beiden Möglichkeiten. Ja. Sagen ja, viele sagen ja im Herbst immer so von denen zu sich selber, sag mal, jucken jetzt die Narben oder läuft schon wieder ein Käfer über mein Gesicht? Dann weißt du denn schon, wer bei der nächsten Dschungelstaffel dabei ist? Das weiß man doch, ihr seid doch also dabei. Also Doppel-D ist, Dolly Buster ist dabei, ne? Das habe ich gelesen. Aber das ist ja absolut top secret. Außer Nadel. Du bist doch dabei, RTL steckt man sich doch. Nein, Nadel habe ich gehört. Nadel ist auch dabei. Sehr gut. Und Desiree Nick habe ich auch gehört. So, und das war's? Das, also sonst ist absolut geheim. Ich bin nicht dabei, du auch nicht, habe ich gehört. Dabei. Ja. Aber du bist doch RTL-Künstler, wird man da nicht unter Umständen gezwungen? Aber ich mache ja, das ist noch ganz geheim, ich bin ja bei dieser nächsten OP. Ja, bist du dabei? Ja. Bei welcher denn? Ich will ja bei was der Live-OP nein, oder nein, bei will, hier dieser Show? Bei der Live-OP. Ich will was an meiner Nase machen lassen. Ja. Warum denn gerade da? Ja, also ich habe gedacht, doch so ein bisschen, die hat so einen leichten Tick nach rechts. Guck mal, da kann man so ein bisschen, geht die nach rechts das rüber. Ja. Wenn man die jetzt gerade machen würde, dann sähe die absolut scharf aus. Ja. Aber nur von vorne, also von der Seite muss sie so bleiben, aber nur so ein bisschen gerade. Das wäre gut. Ja. Stört dich das persönlich? Ja, das ist so ein bisschen aus dem Winkel. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, ich bin ja so ein Ästhet, dann steht das so ein bisschen schief. Und da das bei mir woanders auch noch ist, habe ich gedacht, wäre schön, wenn wenigstens im Gesicht was gerade ist. Was gerade ist wäre. Ich habe tolle Ausschnitte von dir. Ich hab, ach was? Wir haben ein bisschen was gesucht. Ja, wir haben ein bisschen was gesucht von früher, wo ich sage, das ist einfach Legende. Ja, sowas brauchen wir wieder. Schau mal hier. Beim letzten Ton des Zeitzeichens war es 20 Uhr. Es folgt die Tagesschau. Süß, oder? Oder hier, noch besser, einer meiner absoluten Lieblingsgags. Kannte ich bis heute gar nicht. Haben mir Mitarbeiter gezeigt, ist der hier. Da vorne ist ein Strudel. Ein Strudel! Nein, aber... Was war das, Supernase? Nee, das war, dazu muss man natürlich erklären, wir haben unsere Filme alle am Wörthersee gedreht. Warum? Weil es da schön ist. Okay. Und Strudel ist ja in Österreich wirklich fast ein Nationalgericht. Und deshalb kamen wir natürlich auf diesen ungeheuren. Auf diesen unglaublichen Gag. Weil den haben wir immer zum Nachtisch gegessen, Strudel. Ja. Und haben gesagt, Mensch, da können wir noch mal so einen Knaller. Und hast du ja gesehen, wie der ankam? Ja, ich habe ihn heute Mittag gesehen und ich habe spontan gesagt, Oh, ja. Ja.
Die war übrigens damals im Film. Die war mit dabei. Wie lange ist das her? Gespielt. 70er, 80er? 80er das war 80er, so ja. 83 sowas. Aha. Warum bist du nicht bei Schauspieler unserem geworden? Schauspieler geworden. Ja. Nein, warum bist du nicht bei unserem Springreitturnier dabei? Ja, weil ich ja Pferde. Ich habe zwar heute extra was vor, Pferde drauf. Ja, ich habe alles du heute. So schöne Sportarten. Weißt du, so Golf und Polo. Sowas. Polo. Polo mache ich. Das ist. Das ist, sagen wir mal, ein Sport für Golf für Gehbehinderte. Ja. Also die keinen Bock haben zu laufen, die reiten beim Golf. Genau. Nein, ich habe mit Pferden überhaupt nichts am Hut. Pferde sind so hoch und schlimm. Obwohl in Quickborn gibt es einen, der hat sein ganzes Vermögen jetzt einem Pferd vermacht. Und jetzt? Jetzt hat das Pferd nicht von Frauen angegraben. Nee, jetzt hat das Pferd Geld wie Heu. Moment, ich möchte Moment. Jetzt kommt ja noch der Gegner. Kommt ja noch was? Nee. Nein, aber Du stehst auf Pferde, oder? Du, ich habe das gesehen eben, das war ja toll, wie du da so lang mit dem Hut. Toll, das sah schon mal gut aus. Ja, das sah schon gut aus, ne? Ja, ich bin auch gut im Training und es ist ja auch hier unsere Fast-Gold-Medaillensiegerin dabei. Ja. Papa, ich hab Gold! Genau, Papa, ja. Ich hab Gold. Ja. Bettina Heu, die macht ja auch mit. Ja. Ja. Die kriegt ein leichtes Handicap, damit sie eben natürlich, weil sie logischerweise natürlich schneller ist als ich. Ohne Pferd. Aber ich habe das Gefühl, also ich habe das. Ja, war das ungefähr. Ja, auch keine schlechte Idee. Ja. Ich befürchte, die ist dann trotzdem schneller als wir. Bestimmt. Ja, aber ich habe das Gefühl, der Sieg ist drin. Ich glaube, das wird auch ein großer Erfolg. Wenn das ein großer Erfolg wird, könnten wir beide nächstes Jahr beim Karneval hier in Köln gehen, wir beide als Pferd. Gibt's ja so Kostüm, ich mache das Vorderteil und du spielst einfach dich selber. Okay, das machen wir. So schön. Aber der hintere ist immer so durchgelaufen. Ja, okay. Das kenne ich. Naja. Sehr lustig. Ja, ja. Die sieht man tatsächlich auf dem Karnevalszug. Der vordere. Ja, aber das Problem ist, dass der hintere muss immer so gebückt laufen. Ja, klar. Und du darfst nicht vergessen, aber wir sind in Köln. Muss der muss den Kopf tragen. Ja. Das ist schwer. Ja, stimmt. Ja. Ja, okay, schauen wird wir mal. Gefüttert morgen, den ganzen Abend. Ja, morgen, was morgen? Morgen ist es, ne? Morgen zum 250. Mal ein Vierteljahrhundert. Fast. Ja. Sieben Tage, sieben Köpfe. Wie viele Jahre ist das jetzt insgesamt? 10? Nächstes Jahr 10. Ja. Wir haben sie alle überlebt. Alle. Unfassbar. Harald Schmidt, Wochenshow, ja. Alle. Alle sind ja. Und immer noch irgendwie. Und immer noch senden wir fröhlich vor uns hin. Was gibt's Neues? Junge Menschen treffen sich jeden Freitag. Gibt's was Neues? Sagt man bei nach 250 Sendungen, wir müssen mal. Du, wir machen mal ganz was Konzept Neues. Diesmal machen wir ganz was anderes. Ich glaube, Rudi macht mal den Schlussgag. Ja, da lassen Sie mal überraschen morgen. Ja. Ich glaube, ich habe sowas gehört. Das Rudi macht den Schlussgag. Vielleicht einen optischen Gag, würde ich vorschlagen. Ja, da kommt ein optischer Gag mit Rudi am Schluss diesmal. Ja, ja. Das ist mal eine ganz neue Geschichte. Da würde ich mich richtig freuen. Und es gibt eine neue Show mit dir demnächst? Gibt es auch, ist nur absolut geheim. Ach so. Ist eine von diesen, wie sagt man so schön, Impro-Shows sind ja am Kommen, also wo alles improvisiert wird. Ah, okay. Ja, und da haben sie gesagt, dann nehmen wir einen Moderator, der auch normalerweise nur improvisiert, kann sich nichts mehr merken, dann nehmen wir einen, der improvisiert. Ich sage nicht, wie sie heißt, weil sonst macht Sat.1 das vorher. Alles klar. Vorsicht, ganz genau. Ganz genau. Ich kann mal schon mal einen kleinen Ausschnitt aus der Show zeigen. Die zeig mal. So. Ist auch Nasen, Supernasen? Das war, ja, ich glaube ja. Sensationell. Unglaublich. Ich in Uniform sieht immer gut aus. Ja. Okay, dann freue ich mich auf die nächste Live-OP mit Mike Krüger. Ja, war mir eine große Freude. Und wünsche wir sehen viel uns Erfolg. Im Karneval. Wir sehen uns im Karneval, ja. Und dann wünsche ich viel Erfolg weiterhin mit 7 Tage, 7 Köpfe. Und ich gucke mir das an, wie du reitest. Natürlich. Dich drauf. Aber ich gebe mir Mühe. Hundertprozentig. So, das war's mit Mike Krüger. Vielen Dank fürs Kommen. Mike Krüger, meine Damen und Herren. Jetzt kommt der Hammer. Meine Damen und Herren, jetzt kommt die absolute Sensation. Einer der Tiefpunkte des deutschen Showgeschäfts kommt jetzt auf Sie zu. Wir fangen erstmal sachte an. Ja. Es gibt eine Preisverleihung, die beim MDR ausgestrahlt wird. Und zwar wird dort verliehen die Goldene Henne. Ja.
Die goldene Henne ist im Prinzip sowas wie, wie der Bambi, ja? Nur eben von einer Zeitung, die im Wesentlichen in Ostdeutschland gelesen wird, von der Super Ilu. Ja? Das ist sozusagen der wichtigste ostdeutsche Medienpreis, die goldene Henne. Die goldene Henne wird moderiert von Axel Bulthaup. Der ein oder andere wird ihn noch kennen. Und die goldene Henne dieses Jahr hat unter anderem einer unserer Lieblingsmoderatoren, Florian Silbereisen, den Sie vom Frühlingsfest, vom Sommerfest, vom Herbstfest, vom Winterfest, vom Jubiläumsfest, vom Hochzeitsfest und vom Stützstromfest der Volksmusik kennen. Ja? Der bekommt den Preis und meine Damen und Herren, das ist keine gespielte Freude. Der ist echt gerührt. Ja, der Florian Silbereisen. Schauen Sie mal hier. Er hat ein Talent vom lieben Gott geschenkt bekommen. Und das Zweite, wenn er arbeitet, wenn er ins Publikum geht, dann hat man nicht das Gefühl, da kommt ein Selbstdarsteller, sondern da kommt ein Mensch, den man in jeder Sekunde anmerkt, er möchte das Beste für sein Publikum geben. Und damit ist er einfach ein unglaublich glaubwürdiger Moderator. Sie sind ein Supermann und Sie kriegen einen super Preis. Es ist der Preis des Publikums. Der Leser, der Zuschauer für den Supermann Florian Silbereisen. Toll, oder? Florian Silbereisen. Ehrliche Emotionen sind das. Das ist keine, meine Damen und Herren, das ist keine gespielte emotionale Scheiße. Das sind ehrliche Emotionen bei Florian Silbereisen. Demnächst wahrscheinlich auch das Flennfest der Volksmusik, meine Damen und Herren, in der ARD. Und jetzt kommt's, jetzt wird's ganz bitter. Das große Finale der Goldenen Henne, ja, 2004, wird ja, bestritten durch viele Leute, die ein Lied singen, was ein großer Hit war, ein Sommerhit. Ja. Das Lied an sich kann man eigentlich scheiße finden, ne? Darf man, muss man eigentlich scheiße finden, in der Originalversion. Ja? Jetzt kommt es aber noch besser. Ja? Da stellt man sich manchmal die Frage, wie kann man Scheiße noch schlechter machen? Ja? Geht eigentlich nicht, ja? Aber bitte passen Sie auf, was beim großen Finale der Goldenen Henne aus Laiahi, Laiaho gemacht wird. Schauen Sie sich das bitte an. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und hoffentlich sehen wir uns wieder bei der Henne 2005. Tschüss. Ist das schlimm? Goldene Hi, goldene Hu, goldene Ho, goldene Henne. Ja? Das geht doch nicht. Ja? Goldene Hi, goldene Hu, goldene Ho, goldene Henne. Hier. Unfassbar. Und dann, wir haben ja einen Moment rausgeschnitten, ja, wo Sie gesehen haben, jetzt wird doch nicht etwa der Axel Bulthaup ansetzen und auch noch singen? Doch. Ja. Ich zeig's Ihnen mal weiter. Also, nochmal. Goldene was? Broiler? Mach schwarze Ton über das Huhn als eine super Illusion. Unfassbar, oder? Wer lässt sich so einen Text einfallen? Aus dem Osten kommt nicht nur das Licht. La la la. Ich habe gleich kommt die nächste Strophe, habe ich gedacht, kommt aus dem Osten kommt die DVU. La 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 la. Das erste Mal, dass ich wirklich Mitleid mit den Ossis habe, als ich das gehört habe. Ja. Unfassbar. Wahnsinn, oder? Wo sind die Montagsdemonstranten, wenn man sie braucht? Ja? Echt, ich fand's so schlimm. Ich hätte gerne abgeschaltet, ja, aber ich habe unter der Kotze meine Fernbedienung nicht gefunden. Ja? Tut mir leid.
Das muss mal gesagt sein. Ja. Ich habe echt vor dem Fernseher gesessen, hab das gesehen und hab gesagt. Ja. Unfassbar. Hallo, ich bin's. Ja? Sie müssen unbedingt den Fernseher anmachen. Ja. Da laufen jetzt unsere TV-Tipps. Die sind total super heute. Ja, Moment mal, ich muss nachsehen, ob wirklich noch was frei ist. Ich kann es ja im Moment nicht sagen. Nee, so viel Zeit haben wir nicht. Wir fangen schon mal an. Hier sind unsere TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Unser erster Tipp, Tipps und Trends Mode auf Dreisat. Welcome to New York City Fashion Week. Yay! It's fabulous! Genau, in diesem Herbst sind gedeckte Farben angesagt. Das war grauslich! Und wer sich's leisten kann, zeigt viel nackte Haut. Das war so schlimm, dass man das gar nicht sagen kann. Stimmt, nochmal neu. Wer sich's leisten kann, zeigt viel nackte Haut. Geht doch. Am Sonntag kommt im ORF ein Klassiker, Winnetou 3. Wieder geht es um den ewigen Kampf der Indianer gegen die Cowboys. Queer the Girl! Jetzt bist du! Auseinander! Schluss! Weiter. Schluss jetzt! Weiter. Halt! Halt! Was ist denn hier los? Die Cowboys erleben einen herben Rückschlag. Die Klamotten sind versaut und sie müssen nackt in den Kampf ziehen. Der Streit eskaliert, als die Cowboys den Indianern schlechtes Gras in die Friedenspfeife mischen. Verbittert zieht sich Winnetou zurück und besinnt sich auf die alten indianischen Werte. Habt ihr auch noch Kuchen? Ja. Streuselkuchen? Nee, die sehen noch besser aus. Das Schönste an diesem Film ist übrigens der herrliche Soundtrack. Tabatou. Nennen dich die Indianer, sie lieben dich, schenk ihnen wieder den Stolz. Tabatou, Tabatou. Auch wenn der Text leider geklaut ist. Duppen, duppen, duppen ist so schön, da kann man viele Frauen sehen, ja, ja. Und wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll es weitergehen? Ich habe 364 Tage gewartet auf diesen Tag. Und dann fragst du mich, wie es weitergehen soll. Ist ja gut. Unser nächster Tipp kommt in der ARD. Der Mann, der zu viel wusste. Hier ist er. Amtskollege ist auch ein Doppler. Lateinisch Kollege heißt nämlich übersetzt bereits Amtskollege. Ach, man muss also nur Kollege sagen, wenn man Amtskollege meint. Also aha. Joschka Fischers Kollege Colin Powell. So. Wenn man Amtskollege sagt, du bist ja ein sagt ganz man sonst schlauer. In Wirklichkeit Fischers Amtskollege Paul. Bestimmt einen kleinen Pimmel. Außerdem, Mann, der zu viel wusste, gibt es übrigens auch einen Mann, der zu wenig wusste. Wie alt bist du, Easy, im Moment? 21. Mhm. Nee, 22. Machst dich auch jünger. Aha. Und da gibt's noch den Mann, der gar nichts wusste. Bill! Bill, Bill! Bill! Zum Ausklang des Wochenendes empfehlen wir den Sat.1-Knaller Kämpf um deine Frau. Kandidat Walter sitzt nur noch vor dem PC und vernachlässigt seine Frau. Also eBay ist auch meine Passion. Die liebt ihn zwar nach wie vor, weil er so gut aussieht. Steigt aber trotzdem mit ihrem Nachbarn in die Kiste. Moment mal, wo kommt eigentlich die schöne Musik her? Immer geradeaus Richtung Norden. Oh. So, das waren unsere TV-Tipps. Wenn Sie alles öde fanden, lassen Sie die Glotze doch mal aus und machen Sie was Sinnvolles. Na? Und wie fanden Sie es jetzt? Ach, wie macht das aus, die Sendung? Ist langweilig. Ist eine langweilige Sendung heute. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache so aus. Die Sendung gefällt mir nicht mehr. Ist langweilig. Ist mein Genüle. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Tschüss.